Hallo, ich habe jetzt das Buch fertig gelesen, Das Labyrinth erwacht von Rainer Beckwerth. Rainer Beckwerth. Es ist unglaublich toll. Es ist in zwei Hälften aufgeteilt, die erste Welt und die zweite Welt, die sie durchschreiten als Gruppe. Und ja, dann kommt ja jetzt dann das zweite Buch raus. Ich denke, das ist dann eben halt die dritte und vierte Welt. Und ja, ich muss sagen, ich möchte sofort weiterlesen. Es ist so interessant. Ich lese mal hinten vor. Das Labyrinth. Es denkt, es ist bösartig. Sieben Jugendliche werden durch Raum und Zeit versetzt. Sie wissen nicht, wer sie einmal waren. Aber das Labyrinth kennt sie, jagt sie. Es gibt nur eine einzige Botschaft an jeden von ihnen. Du hast 72 Stunden Zeit, das nächste Tor zu erreichen oder du stirbst. Problem Nummer 1, es gibt nur 6 Tore. Problem Nummer 2, ihr seid nicht alleine. Natürlich werden dann auch die Tore dementsprechend von Welt zu Welt dann immer kleiner. Es ist unglaublich spannend. Ja, jeder erinnert sich dann immer an irgendwas Stück für Stück. Es sind aber, wenn dann eher nur schlechte Sachen oder nur so Wörter wie Auto, Schnee, die Wunde muss mal kühlen oder solche Dinge. Und ja, es ist richtig spannend zu erleben, wie sich diese Jugendlichen durch das Labyrinth schlagen. Es ist halt auch hier das Problem, kann ich anderen trauen? Soll ich lieber alleine gehen? Aber nur gemeinsam sind wir stark. Und so. Und ich empfehle es jedem, der mal was anderes lesen möchte. Es ist einfach was ganz anderes. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, gerade zu dem Buch, aber es ist toll, es ist schön. Es ist mal kein Krimi, es ist mal nicht Sebastian Fitzek oder irgendwelche Hexengeschichten. Es ist auch nicht so direkt Labyrinth, wie man sich Labyrinth vorstellt, sondern es sind halt Welten, wo sie die Tore suchen müssen. Ja, das Labyrinth erwacht. Das Labyrinth jagt dich ist Band 2 von Rainer Beckwerth. Und ja, viel Spaß euch dann beim Lesen. Tschüss!